hallo zurück hier bei uns bei der Firma Sanmobilcars im wunderschönen Markt Indersdorf. Ihr habt es im Titel bereits richtig gelesen. Heute geht es mal wieder um einen super geilen Kastenwagen und zwar um den Knaus Boxster, den 600 Lifetime. Ja, der Name sagt es eigentlich schon, 600, 5,99 Meter lang, 2,5 Meter breit, 2,58 Meter hoch. Und ich würde sagen, wir starten direkt hier vorne mit dem Highlight Nummer 1, und zwar dem Maxi-Chassis. Erkennt man hier an der schwarzen Verblendung, heißt der Wagen steht hier auf der verstärkten Achse. Er hat die große Bremsanlage, die stärkeren Federn und natürlich auch die dicken Felgen. Seppi, man sieht es auch hier, die Farbe Campo Volograu, wie beim Projektfahrzeug 1.0, einfach ein Hingucker. Und ja, steht natürlich auch hier mit dem Styling-Paket Black, sprich Voll-LED-Scheinwerfer, schwarzen Kühlergrill, schwarzer Spoilerlippe und lackierten Stoßfängern vorne links und rechts. In diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir auch direkt einmal weiter. Was fällt uns hier auf? Rahmenfenster natürlich serienmäßig beim Boxster. Heißt, der Wind, die Luft kann außen vorbei. Sprich, die sind hier flächenbündig, man hat weniger Windgeräusche, die sind nochmal besser isoliert und einbruchsicherer, weil man hier nicht einfach irgendwie das Fenster aufmachen kann. Auch von innen Fliegenschutz und Verdunklung sind einfach dankbar gelöst. Warum? Weil man kann es stufenlos in der Höhe verstellen. Genau, hier haben wir den runden Außenkamin. Der Wagen kommt serienmäßig mit einer Truma Kombi Gasheizung. Also ja, Heizung, Warmwasser funktionieren mit Gas. Toilette hat auch standardmäßig ein Fenster. Und hier geht es direkt weiter mit der Toilette. Haben wir hier die klassische Toilettenkassette drin. Ja, muss man nicht viel zu sagen, hat eine Trolley-Funktion. Ich würde sagen, bei der Übergabe dann dazu mehr. Hier unten haben wir dann auch direkt noch den Abwassertank angebracht. Auch ganz einfach in Rohrstellung, also so ist der Tank geöffnet. Ja, und wenn ich den jetzt so quer drehe in Fahrtrichtung sozusagen, wäre er geschlossen. Er hat auch knapp 100 Liter und da sammelt sich, wie gesagt, das Wasser aus der Dusche und den ganzen Waschbecken. Ich habe es vorhin angesprochen, wir haben hier einen Boxster 600 Lifetime. Lifetime für Längsbetten, heißt 6 Meter Kastenwagen mit Längsbetten. Und da haben wir serienmäßig beim Boxster links und rechts die seitlichen Fenster. Die kosten ja bei den Querbettfahrzeugen immer Aufpreis, sind hier beim Lifetime, wie gesagt, Standard. In diesem Sinne machen wir direkt weiter, ja, mit der Hecktüre. So, klassischer Vorführeffekt, Schlüssel habe ich natürlich dabei. Ja. Meine Bankkarte auch, interessant. Okay, schwupp. Und dann machen wir hier einmal auf, zack, und dann haben wir hier direkt den Gaskasten. Hier kommen zweimal 11 Kilo rein, wie gesagt, für Heizung, Warmwasser und den Gaskocher. Alles andere in dem Camper funktioniert eigentlich mit 12 Volt, also mit Strom. Also der Kühlschrank beispielsweise ist ein Kompressorkühlschrank, sprich der funktioniert nur mit Strom. Ist auch ideal, warum? Weil wenn ihr fahrt und ihr fahrt jetzt beispielsweise einen Berg hoch oder runter, könnt ihr eine Gasflamme wie beim Feuerzeug gar nicht brennen. Und dann fällt der Kühlschrank aus, macht einfach keinen Sinn. Drum hat Knaus hier wieder mitgedacht und serienmäßig den Kompressorkühlschrank reingepackt. Genau, hier hinten sieht man auch ganz gut Fliegenschutz und Verdunklung. Und das ist das, was ich angesprochen habe, hier diese stufenlose Verstellung, was ich auch gern zeige. Die Fenster hier sind ja etwas kleiner, auch finde ich gut gemacht, einbruchsicher und auch sinnvoll, weil man kann sie einfach zuziehen. Heißt, man kann auch einen Fahrradträger montieren und kann die Fenster dann trotzdem weiter öffnen. Was auch auffällt, das Holz hier matcht, also ist alles in einem schönen einheitlichen Design. Der Laderaum, die Heckgarage ist auch schön groß und geräumig. Wir haben 4 Zurösen drin, die sind auch durchgeschraubt. Sprich, da kann man auch richtig was festmachen. Dann haben wir hier direkt eine Öffnung, um beispielsweise ja, Toilettentabs, Adapterkabel, whatever aufzuräumen und das Ganze dann hier hinter zu verstauen. Ja. Man kann auch hier hinten aufmachen. Hier ist immer die Aufbaubatterie versteckt. Die hat serienmäßig 95 Ampere. Das ist normal eine AGM-Batterie. Hier in dem Fall haben wir natürlich eine Lithium-Batterie drin. Ist ja eine SMC Edition. Sprich, die Batterie ist nochmal 8 Kilo leichter und kann praktisch doppelt so viel wie eine normale Batterie. Weil eine normale Batterie kann man zwar vollladen, aber nur zur Hälfte entladen. Die Batterie kann man vollladen und komplett entladen, wie ein Handy beispielsweise. Und was cool ist, apropos Handy, man kann sich mit der Batterie connecten per Bluetooth und man sieht dann auf dem Handy genau, wie voll ist die. Und noch ein Vorteil ist, man kann die bis minus 30 Grad be- und entladen, geht mit der normalen nämlich auch nicht. So, in diesem Sinne, hier haben wir noch die Umbaupolster, wenn man vorne ein Notbett bauen möchte, braucht kein Mensch, ist trotzdem immer dabei. Und hier kann man jetzt einmal die Längsbetten hochklappen, ja, um beispielsweise dann irgendwas zu transportieren oder hier an die Technik ranzukommen. Ja. Da haben wir nämlich wieder einiges oder alles besser gesagt untergebracht. Hier hinten Sicherungskasten, 230 Volt FI, die Sicherung vom Ladegerät, hier vom Stromeingang. Hier kann ich das Ladegerät ein- und ausschalten. Hier sind die ganzen Einzelsicherungen von Kühlschrank, Heizung, Wasserpumpe, Lichtanlage drin. Das ist der Ladebooster, das ist der Lichtdimmer oder der Dimmer vom Licht über der Schiebetüre und das ist die Lichtsteuerung. Ja. Also alles an einem Platz. Darunter, wie gesagt, direkt die Lithiumbatterie, natürlich auch Platz für eine zweite Wechselrichter-Solaranlage, kann man alles ohne Probleme nachrüsten, also alles kein Thema. Genau, vielleicht noch kurz zu den Matratzen, das sind die 7-Zonen-Kaltschaummatratzen.
Evopor HRC heißen die, sind richtig gut und wie gesagt, 7 Zonen Kaltschaum, macht man nichts verkehrt. Was man jetzt hier sieht, wir schauen es uns auch gleich noch genauer an, ist das Raumbad. Ja, hat den Vorteil, dass man im Fahrzeug, also in der Mitte besser gesagt, mehr Raum hat und dieses Bett hier auf der linken Seite nochmal 9 cm länger wird. Genau, bevor ich es vergesse, Seppi, hier mal noch die Schwanhalslampen, LED, kann man hier richtig cool verstellen. Und wir haben hier eine USB-Steckdose und hier auf der Rückseite, wo ich jetzt meinen Finger habe, ist auch noch eine. Heißt, auf jeder Seite, also auch links, haben wir das gleiche, zeig mal. Ja, also hat jeder, wie gesagt, eine eigene Lampe und zweimal USB. Hier hinten sind auch Aufbaulautsprecher und hier ist auch diese Lichtsteuerung. Heißt, egal wo ich bin, ich kann überall alle Lampen anmachen, ich kann sie auch dimmen. Ja, und das ist, wie ich finde, richtig gut gemacht. Ja, ich mache hier oben mal auf, schauen wir uns dann von innen auch gleich nochmal an. Also richtig große Stauraumfächer. Und hier kann man es auch mal zeigen, ja, Vollkorpusbauweise. Ja, da wackelt nichts, da klappert nichts und das Ding ist einfach stabil. Und man sieht es hier oben leuchten, das Ambiente-Licht ist nicht Standard, das haben wir extra dazu bestellt. Kann man natürlich in jeder Farbe einstellen. In diesem Sinne machen wir direkt weiter und gehen einmal ums Fahrzeug herum. So, Türe richtig zu, Fenster wie gesagt links, rechts Standard. Markise oben ist im Funline-Paket dabei. Die Radläufe haben wir euch ja gezeigt, Maxi-Chassis haben wir auch erklärt. Und dann geht es hier direkt weiter mit der Schiebetür. Die Fliegenschutztür ist auch standardmäßig beim Knaus, kostet ja beim Weinsberg beispielsweise extra. Und hier die Einstiegsstufe ist wie gesagt auch im Funline-Paket dabei. Was mir nochmal ganz wichtig ist, ist, dass das Fahrzeug hier Modell 2023 ist, bereits auf dem neuen Fiat Ducato Serie 8 steht. Wie der genau ausschaut von innen, zeigen wir euch natürlich noch. Der Wagen hat 160 PS, Maxi-Chassis und jetzt kommt's, Automatikgetriebe. 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe und eben Voll-LED-Scheinwerfer. Also das sind so für mich die drei Highlights. Macht man nichts verkehrt, wartet man normal locker 2 bis 3 Jahre aktuell. Und wann ja, so ein Auto genau kommt, kann ja keiner sagen. Ich kann euch eins sagen, der Wagen steht hier und ist verfügbar. In diesem Sinne schauen wir einmal rein und arbeiten uns direkt von hinten nach vorne durch. Die Stauraumklappen haben wir ja gerade schon mal gezeigt. So könnt ihr noch mal ein bisschen besser reinschauen. Hier ist auch die Fernbedienung, um beispielsweise das Licht hier farblich zu ändern. Ja, wir lassen es jetzt mal auf blau. Sonst kannst du hier auch mal drüber gehen. Schöne Stoffverkleidung überall. Also wirklich wohnlich und langlebig verarbeitet. Genau. Beim Lifetime haben wir hier immer diesen Tritt, der sehr hilfreich ist, um eben ins Bett einsteigen zu können. Darunter ist nochmal Stauraum. Ja, also da kriegt man nochmal einige Schuhe zum Beispiel untergebracht. Was auch richtig cool ist, sind die Schubladen. Ja, mit Vollauszug natürlich. Also für Klamotten ist hier Platz ohne Ende. Hier haben wir auch nochmal ein Kellerfach. Da geht es dann auch nochmal runter. Also da kriegt man wirklich einiges rein. Und guck mal hier, hier haben wir auch nochmal ein Schrankfach. Also wie gesagt, ja, für alle genug Platz. So, das ist ein Kleiderschrank. Hier kann man ein bisschen was hängen, der ist nicht riesig. Aber man darf halt nicht vergessen, Längsbetten im Kastenwagen 6 Meter, ja, gibt es auch nicht überall. Dann eben Besteckschublade, auch hier wieder ja, kugelgelagert, Vollauszug mit Softclose. Darunter entsprechend wieder Stauraum. Ja, da haben wir noch die Tischbeinverlängerung und Zubehör für die Toilette. Und hier auch nochmal eine Schublade. Viele haben ja unten keine Schublade, ist total unpraktisch ohne Schublade, daher hier bei Knaus standardmäßig. Wenn man jetzt die Fächer hier verriegelt, ist das auch alles flächenbündig. Ja? Heißt, man bleibt nirgends hängen. Auch hier vorne, die Kante ist abgerundet. Und hier wieder ein weiteres Highlight, der Kühlschrank, hatte ich ja angesprochen. Funktioniert nur mit Strom, weil es dadurch sehr autark und unabhängig von Gas. Und man kann ihn eben von beiden Seiten ohne Probleme öffnen, ja, was auch auf jeden Fall Vorteile bringt. Ja? Hier 2 Flammgaskocher, natürlich mit Piezo, also Automatikzündung, schöne Wasserhahnarmatur und auch ein schönes großes Edelstahl-Waschbecken mit einer entsprechenden Tiefe, damit man eben auch mal einen Teller, Tassen etc. abspülen kann. Sonst geht es hier direkt weiter. Hier sind alle Bedienungsanleitungen drin, sonst Platz eben für Teller und Co. Den Aufkleber mal schön drauf hier, schwupp. Ja, und dann können wir hier auch direkt wieder zumachen. Und dann würde ich sagen, Seppi, stellst du dich einmal hier drauf, ja, weil dann erklären wir jetzt einmal das Raumbad. Normalerweise macht man jetzt beide Türen so zu. Ja. Bringt euch jetzt nicht viel, darum schieben wir jetzt die Tür hier einmal davor. Schwupps, ja, muss man so ein bisschen mithelfen, zack. Und dann stehen wir praktisch schon im Raumbad. Das Erste, was ich jetzt mal mache, ja, ist hier das Licht anmachen. Kann man natürlich auch wieder in jeder Farbe einstellen, also richtig cool, richtig smart gemacht. Die Toilette hier kann man auch nochmal verdrehen, je nachdem, wie man es dann eben braucht. Nicht wundern, diese Türe, die geht ja normal in die Richtung zu, dann hat man hier natürlich den kompletten Platz frei, um sich dann auch anständig draufsetzen zu können. Sonst zeig gerne mal das Waschbecken, das ist jetzt hier so ein bisschen versteckt ums Eck, aber hat wieder den Vorteil, dass man es eben vorklappen kann, ja, dann kommt man schon mal besser ran. Und jetzt pass auf, man kann es natürlich auch noch hochziehen und umklappen, ja.
Und dann hat man hier, wie gesagt, ein richtig großes Waschbecken, um sich auch mal ja, rasieren oder waschen zu können. Ja, den Spiegel, guck mal, den kann man auch verschieben, je nachdem, wie man eben haben möchte, damit man sich dann sieht. Und sonst kann ich hier auch einmal wieder zurückklappen, nach unten fahren, schwupp, zurück und Feierabend. Ja. Hier haben wir auch nochmal Stauraum für Deo, Duschgel, Kamm, Wachs, was auch immer. Ja. Und sonst kannst du hier, pass auf, wie war das nochmal? Achso, das ist jetzt neu. Da kannst du jetzt hier aufmachen. Probiere ich gerade zum ersten Mal aus. Ja. Aber hier drüben sind so Magnete angebracht. Und dann kann man das hier ganz entspannt drüber schieben. Schwupp. Und dann ist das Ganze entsprechend auch Spritzwasser geschützt, damit dann das Bad, wie gesagt, beziehungsweise das Klo nicht nass wird. So, wir falten das jetzt hier gerade einmal wieder zusammen. Schwupp, total simpel. Früher war das immer so eine Rollotür, die hat es dann immer gern so zurückgeschossen. Das ist jetzt eigentlich schon nochmal eine Verbesserung und auch nochmal ein bisschen leichter, weil Gewicht ist ja auch immer ein Thema. Aber dazu kommen wir natürlich noch am Ende. Ja, auch keine Sorge, den Preis vergesse ich auch nicht. In dem Sinne würde ich sagen, drehe ich einmal die Sitze um. Einmal umdrehen, schwupp, ganz easy. Das gleiche hier auch. Sitz nach vorne ziehen, umdrehen und Feierabend. Ja. Und hier gibt es auch nochmal ein Merkmal, weil bei den 6 Meter Kastenwagen mit Längsbetten haben wir immer andere Sitzkonsolen, weil halt der ganze Wohnmobilaufbau so ein bisschen nach vorne rückt, weil die Betten halt viel Platz brauchen. Und drum haben wir natürlich bei Sanmobil Kassier die elektrische Parkbremse mitbestellt, damit man hier diesen Sitz ja, ohne Probleme umdrehen kann. Zeige ich aber gleich noch. Ja. Wir zeigen einmal hier die Dinette. Tisch kann man anheben, kann man hier ohne Probleme verschieben. Dankbarerweise durch diesen Ausschnitt kommt der Tisch auch sehr weit zum Fahrer sozusagen her, dass man da drüben dann auch genug Platz hat. Man kann den Tisch auch komplett rausnehmen und eins tiefer einhängen, um beispielsweise nochmal ein Notbett zu bauen. Aber ja, wie der Name schon sagt, es ist ein Notbett. Genau, für den Kameramann oder Beifahrer gibt es dann auch nochmal eine Tischplattenverbreiterung. Das ist natürlich standardmäßig, genauso wie hier die ausklappbare Arbeitsplattenverlängerung. Ja, was gibt's zu sagen? Die ganzen Oberflächen jetzt hier beim Tisch oder auch drüben bei der Küche, die Arbeitsplatte etc. ist alles CPL, also Kunststoff beschichtet, also sehr langlebig und kratzfest ja, verarbeitet. Was auch noch wichtig zu zeigen ist, sind die Einzelsitze. Die sind nämlich nicht Standard, die haben wir extra mitbestellt. Ja, die kann man hier eben nochmal auseinanderziehen, dann hat man 2 einzelne Sitze. So, ihr habt es gesehen, man kann die Sitze auseinanderziehen, man kann sie natürlich auch noch nach vorne und hinten verstellen, aber das habt ihr mit Sicherheit schon 100.000 Mal gesehen. Was noch richtig cool ist, ist hier der Seitenhalt. Heißt, kann mich ja mal draufsetzen, haben viele nicht vieles. Bei vielen ist es einfach so ein glattes Polster und dann fährst du einmal ein bisschen mit Schwung um die Kurve und fliegst dann praktisch schon Richtung Küche. Kann hier nicht passieren, weil wir eben den entsprechenden Seitenhalt haben. Seppi, geh auch gerne mal näher aufs Polster ein. Es nennt sich nämlich Active Rock, ist ein aufpreispflichtiges Polster, aber dafür auch atmungsaktiv, abwaschbar und hat den Abperleffekt. Die Sitze hinten haben natürlich auch Isofix, also Kindersitzmontage ist kein Problem. Genau. Unter den Sitzen befindet sich die Heizung, der Warmwasserboiler, das Frostschutzventil ist hier unten. Wir haben hier noch Platz für die Montage des Wasserfilters und hier sind die 2 Gasabsperrhähne. Also auch das alles gut und zugänglich gemacht. Hier unten haben wir noch ein kleines Kellerfach für eine Flasche Wein, ja, oder Whisky oder was auch immer. Ja. Und hier hinten haben wir auch nochmal eine Steckdose, heißt auch hier wieder ja, Laptop laden, kein Thema. Hier vorne, wie gesagt, auch nochmal die, sag schon, Lichtsteuerung. Und ja, hier sind auch noch so mal so Ablagefächer. Man könnte hier auch noch einen Fernseher nachrüsten, also wie man halt möchte. Genau, Stauraumfach kannst du vielleicht auch mal zeigen. Und auch gerne das darüber, also hier über der Fahrerhausgeschichte. Da haben wir auch noch mal ein schönes Dachfenster, 70 x 50 cm, nennt sich Midi-Heki. Und in dem Sinne fahre ich jetzt den Tisch zurück, den Sitz nach vorne, drehe einmal um. Ja, und dann können wir schon praktisch losfahren. Ich habe es ja vorhin angesprochen, neuer Fiat Ducato Serie 8. Zeichnet sich eben durch seinen neuen Motor, die neue Abgasnorm und das neue Interieur aus. Wie gesagt, Highlight 160 PS, Automatik, 9 Gangwandler, Voll-LED-Scheinwerfer. Schau mal hier, Seppi. Elektronische Parkbremse. Ja, heißt, die spart nicht nur Gewicht. Ich glaube, man spart 9 Kilo oder 8 Kilo. Ja, und man kann den Sitz, wie gesagt, auch viel besser umdrehen. Was ich richtig gut und gelungen finde, ist hier das Lenkrad. Lederlenkrad natürlich bei uns. Man hat einen Tempomat. Wir haben auch einen halbdigitalen Tacho. Also man sieht auch digital, wie schnell man fährt. Sonst hier vorne, wie gewohnt, auch die Remis-Verdunklungssysteme, ja, also Fahrerhausverdunklung an Front- und Seitenscheiben. Was noch nicht drin ist, aber natürlich durch uns eingebaut werden kann, ist Radio-Navi-Rückfahrkamera. Da gibt es verschiedene Geräte, 7, 8, 10 Zoll. Ja. Und dann haben wir hier natürlich noch Klima, Fahrer-, Beifahrer-Airbag. Hier unten die Traktionshilfe, Berganfahr-, Bergabfahrassistent. Also alles, was das Leben so braucht. Und er einfach dazugehört. In diesem Sinne würde ich sagen, treffen wir uns gleich nochmal draußen, gehen auf die Zuladung und den Preis ein und sind dann schon fast durch.
So, wir sind eigentlich auch schon fast wieder durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ein, zwei Kleinigkeiten, ja, gibt es noch zu sagen. Und zwar hatte ich euch vorhin von der Truma Kombi 6 Gasheizung erzählt. Das ist auch grundsätzlich richtig. Die ist standardmäßig, serienmäßig verbaut. Aber, das habe ich gerade nochmal nachgelesen, der Wagen, der hier steht, hat die Truma Kombi 6 Dieselheizung. Also wirklich ein voll autarker Camper, weil ihr halt unabhängig vom Gas seid. Ihr habt zwar die Gasflaschen dabei oder könnt eine, zwei reinmachen, braucht sie aber eigentlich nur zum Kochen, weil Kühlschrank, Lichtanlage etc. funktioniert alles mit Strom und Heizung und Warmwasser entsprechend jetzt hier mit Diesel. Und man hat eben noch einen Vorteil mit der Dieselheizung. Die Gasheizung hat 4 kW, die Dieselheizung hat 6 kW. Der Wagen ist ja auch wintertauglich, winterfest. Also wie gesagt, im Winter zum Skifahren fahren überhaupt kein Problem. Der Wagen ist auch komplett feuerverzinkt. Wir haben 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Also ein ja, Allrounder. Vom Preis her, wichtige Frage. Der Wagen, wie gesagt, ist ja aktuell eigentlich gar nicht bestellbar. Wenn man ja irgendwo bestellen wollen würde, dauert es mindestens 2 bis 3 Jahre. Und was er dann kostet, weiß ja auch keiner. Der Wagen steht hier, sofort verfügbar und kostet um die 85.000 Euro. Genau. Zuladung ist auch nochmal so ein wichtiges Thema. Was noch wichtig ist, wenn man eine Anhängerkupplung nachrüstet, fällt mir gerade ein, haben wir durchs Maxi-Chassis 3 Tonnen Anhängelast und eine Zuladung von irgendwo 500 Kilo. Und da ist dann schon ein Fahrer dabei, Frischwassertank und so weiter und so fort. Aber am Ende kommt ja immer noch ein bisschen Zubehör on top. Daher, wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach gerne bei uns, bei mir. Die Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da machen wir euch ein individuelles Angebot und sprechen nochmal alle Einzelheiten und Details durch. In diesem Sinne, es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wie zu guter Schluss immer, LKA, liken, kommentieren, abonnieren, dranbleiben und bis bald.